Heute geht es bei uns bei Anjas Mädelsabend um eines der schönsten Themen, die es überhaupt für Frauen gibt, finde ich zumindest und mein Gast auch, die liebe Kathi, Wedding-Plannerin. Genau. Wunderbar! Wie bist du dazu gekommen? Ich habe mich schon immer für das Thema Hochzeiten interessiert, habe selber geheiratet vor 5 Jahren. Mhm. Und die Planung von der Hochzeit hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich danach, so ich glaube die ersten paar Tage, so in ein Loch gefallen bin. Oh je. Weil ich gedacht habe, zu meinem Mann gesagt habe, ja, was mache ich jetzt? Ja. Das war so toll und so spannend. Und dann hat sich das so rauskristallisiert, dass ich das auch beruflich machen möchte. Mhm. Habe dann vielen Freunden geholfen und so weiter, die Hochzeiten mitzuplanen, am Tag selbst dann Ansprechpartner zu sein. Und so bin ich dann dazu gekommen. Habe mich beworben und es hat geklappt. Jetzt bist du bei Zauberhaft Hochzeiten hier bei uns in Baden-Baden. Ja. Was war denn bisher so das schönste Erlebnis für dich? Das schönste Erlebnis war eine Hochzeit Anfang Juni in Bühl auf der Burg Windeck. Mhm. Mit einem Paar, bei dem die Frau sehr hochschwanger war. Okay. Also 4 Wochen später war oder ist jetzt Geburtstermin. Oh je. Und die hat bereits 3 Kinder und es war einfach sehr spannend, das zu verfolgen. Klappt's, klappt's nicht? Wird sie heiraten, wird sie nicht heiraten können? Und als ich die dann an einem Hochzeitstag abgeholt habe und sie mit ihrem Brautkleid da überglücklich stand, da ist uns allen ein Stein von Herzen gefallen und es war einfach emotional und sehr schön. Ja. Seid ihr dann auch einen ganzen Tag mit dabei? Genau. Ja, wahrscheinlich. Ja. Genau, genau. Wir sind vormittags meistens beim Dekorieren der Location dabei und sind dann am Hochzeitstag selbst bis abends, bis die letzte Aktion vorbei ist. Meistens heutzutage die Präsentation der Hochzeitstorte. Okay, mit Musik und Feuerwerk. Genau, und natürlich. So allem drum und dran. Und danach verabschieden wir uns. Wenn wir wissen, dass alles im Prinzip, alles Offizielle rum ist, dann verabschieden wir uns und lassen Gäste Party machen. Wie ist das mit Location-Suche? Ich denke, das ist ja so eines der wichtigsten Sachen. Ja. Wenn die passt, ist ja schon mal was gewonnen. Habt ihr da so eine Liste an Locations oder kommt auch immer mal was Neues dazu? Da fragt man mal an, oh, da ist schön, vielleicht kriegen wir das ja irgendwie hin. Ja, also wir haben natürlich Locations, mit denen wir schon jahrelang zusammenarbeiten, wo wir auch sehr gute Erfahrungen gemacht haben, die wir gerne auch empfehlen. Und dann kommt es natürlich darauf an, was das Brautpaar sich vorstellt. Also eher was Rustikales, wie jetzt zum Beispiel auf der Burg Windeck, oder eher was Modernes oder was ganz Entspanntes im Freien. Das ist immer ganz unterschiedlich. Okay. Und neue Locations kommen immer natürlich dazu, ja, weil wir auch so die Augen offen halten und dann natürlich mal anfragen und ja. Sehr schön. Wir sehen hier auch gerade mal eure Homepage mit rosa Luftballons. Das ist ja genau mein Ding. So könnte es bei mir dann auch mal aussehen. Okay, schön. Ja, dann melde dich. Ja, da müsste der Ring hier sein. Ja. Wir sehen hier gerade rundum sorglos Paket. Also ihr bietet wirklich von Anfang bis Ende alles an, oder? Richtig, ja. Begonnen eben, wir fangen immer mit der Location-Tour an, weil das ist das Wichtigste. Wenn die Location steht, dann kann man so langsam alles weitere regeln. Und dann machen wir Menübesprechungen mit den Paaren, Deko-Besprechungen mit den Paaren. Also wir treffen uns viel. Mhm. Und dann in der Hochzeitswoche selbst wird dann nochmal richtig am Ablauf gefeilt und die Dienstleister nochmal koordiniert und wer macht was. Und dann natürlich den Tag selbst, die komplette Betreuung. Mhm. Und wir halten den Brautpaaren komplett den Rücken frei. Okay. Wie reagieren die Männer denn? Sind die da intensiv beteiligt oder darf die Frau alles entscheiden? Was habt ihr da schon erlebt? Also im Prinzip ist es tatsächlich wirklich ganz klischeehaft, wenn es um Deko, Blumen, Farben geht, Frau. Und der Mann ist natürlich Hochzeitsauto, das möchte er dann aussuchen. Und dann Getränke, was für Cocktails gibt es so. Also das ist doch tatsächlich ganz klassisch. Okay. Die Frauen alles so ein bisschen, ja, frauenmäßig und die Männer dann eher, ja, die anderen Dinge. Da ist ja dann aber auch immer so ein bisschen das Problem, dass man ein bisschen unentspannt ist. Deswegen gibt es euch ja oder man sollte es irgendjemandem geben, der sich darum kümmert. Und gerade so als Gast kriegt man das ja dann schon mit, wie so die Stimmung ist. Genau. Und dazu schauen wir uns mal ganz kurz unser No-Go des Monats an. Stichwort Hochzeiten. Ich bin ehrlicherweise überhaupt nicht so der romantische Typ, aber ich bin trotzdem gern eingeladen und schaue mir das Ganze an. Was ich tendenziell schade finde, ist, dass vor allem die Braut ganz oft relativ unentspannt wird. Ich kann das verstehen, das soll der schönste Tag des Lebens werden, da muss dann alles perfekt sein, aber mir ist das manchmal echt ein bisschen zu viel Hang zur Perfektion.
bis dann die Entspannung so ein bisschen eintritt, ist es 23:30 und die Gäste sind alle besoffen. Da ist doch dann ein richtig schöner Teil der Hochzeit irgendwie schon vorbei. Und ehrlicherweise habe ich den Eindruck, dass die Frauen sich damit tatsächlich ein bisschen schwerer tun und die Jungs da doch deutlich früher entspannen. Deswegen sollte man sich ja jemanden holen, der da so ein bisschen auch Ruhe reinbringt. Mhm. Wie viel vorher, damit man dann auch entspannt sein kann, sollte man denn loslegen mit der Planung? Also die Locations sind heutzutage sehr schnell, oder vor allen Dingen die beliebten Locations, sehr schnell ausgebucht. Mhm. Deswegen umso früher, desto besser. Aber mit der eigentlichen Planung beginnen wir eigentlich wirklich erst, wenn der Tag immer näher rückt. Sobald die Location steht, steht eigentlich auch damit das Essen, mhm, die Getränke. Mhm. Und dann sollte man sich um Musik kümmern, Band oder DJ. Und wir sagen immer, so ein halbes Jahr für die Planung ist eigentlich optimal. Okay. Ja. Gibt es da momentan so einen Trend, wo man sagen kann, die meisten machen so und so, oder ist wirklich individuell oder wird das immer krasser vielleicht sogar auch? Also der Trend geht definitiv, aber schon in den letzten Jahren, zum Thema Vintage. Mhm. Also alles, was so ein bisschen mit alten Holzweinkisten, irgendwelche Spitzendeckchen, also alles so, so wie ja, so zum Thema Vintage ist absoluter Trend, okay, und kommt auch immer, immer mehr. Aber auch die ganz klassischen Weiß-Rot, rote Rosen ist immer noch sehr beliebt. Okay. Und jetzt haben wir eine ganz verrückte Hochzeit demnächst, sag ich jetzt einfach so, ein bisschen außergewöhnlich. die haben das Motto Schwarz-Lila, okay, und sind auch so ein bisschen Fans von AC/DC und so weiter, wollen auch, genau, wollen auch irgendwelche AC/DC-Lieder haben, wenn die Torte reingefahren wird und so. Und das sind auch die Sachen, die dann ja, die richtig spannend sind, weil man weiß nicht, was auf einen zukommt. Und es ist halt nicht so das, was man macht, sondern einfach mal was Neues. Und das ist immer richtig toll. Da wäre ich jetzt besonders gespannt, wie das Brautkleid aussieht. Ich denke, also ich stelle mir vor, dass das sauschwer ist, das richtige Kleid zu finden. Ja. Wir haben da mal in Gernsbach nachgefragt, wie man dann am besten vorgehen sollte. Wow, ein Kleid schöner als das andere. An Auswahl mangelt es Bräuten nicht bei der Suche nach dem perfekten Hochzeitskleid. Zwischen Glitzerperlen, Spitzenbesatz und Tüll, A-Linien, Hippie und Strandkleidern fehlt nur noch eines: Entscheidungsfreude. Wenn die Braut schon eine gewisse Vorstellung hat, dann wollen wir die natürlich erstmal ausprobieren, ganz klar. Ansonsten nicht so viel im Internet schauen, nicht so viel Bilder angucken. Zu 80% wird es was anderes wie das, was man sich vorstellt. Offen sein, reingehen, gucken, was gibt's. Und wenn man das Kleid sieht, dann, ja, dann gefällt es einem einfach. Und dann sagt man, oh, das möchte ich anprobieren. Und ganz oft ist es das dann auch. Und bei völliger Entscheidungslosigkeit sind da ja immer noch die Begleiterinnen der Braut. Tanja Schmidt rät allerdings: Je weniger, je besser. Die Braut hat mehr Konzentration auf sich. Je mehr Leute dabei sind, je mehr ist sie abgelenkt, je mehr Meinungen kommen. Das ist schon auch schwierig, weil natürlich jeder hat seinen eigenen Stil und seinen eigenen Geschmack und sucht im Prinzip auch immer die Kleider so aus, wie sie also ihr gefallen würden. Meistens sind ja weibliche Begleitungen dabei. Und das ist dann für die Braut sehr schwierig. Ja, ich würde sagen, so die Engsten, meistens sind es doch die Mamas, die mitkommen. Und vielleicht die beste Freundin oder die Trauzeugin. Die sagen dann auch ganz ehrlich, wann ein Kleid unvorteilhaft aussieht, ohne dass die Braut das persönlich nimmt. Füllig ist nicht gleich füllig und schlank nicht gleich schlank. Also da hat schon wirklich jede ihre Problemzone oder vielleicht auch eine Problemzone, die gar kein Problem ist, aber eben für die Frau selber. Und wenn ich das weiß oder wenn ich das auch sehe, dann berate ich natürlich die Braut schon und sage, also dieses Kleid wäre jetzt äußerst ungeeignet, weil es eben diese Stelle betont. Da müsste man so ein bisschen auch dem nachgeben und auf die Beratung hören. Wenn bei der Anprobe des Brautkleides dann das Herzchen vor Freude hüpft, könnt ihr euch sicher sein, jetzt habt ihr euer Traumkleid gefunden.
Ich denke, da gibt es viele, viele Kleider und irgendwann muss man einfach eine Entscheidung treffen. Seid ihr da auch mit dabei beim Kleiderkauf? Normalerweise nicht, nein. Also okay. Das machen die Bräute tatsächlich mit ihren Trauzeuginnen, Mamas, Omas. Wenn natürlich eine Braut spezifisch darum bittet, dann machen wir das natürlich auch. Ja. Aber das sind eigentlich Dinge, die, da können wir auch die Paare auf sich alleine gestellt lassen. Ist das dann auch für euch eine Überraschung? Ja. Okay. Und auch immer, also eigentlich immer eine schöne Überraschung. Ja, das glaube ich. So vom Preis her, Männer sagen ja, Gott, für einen Tag gebe ich doch bestimmt nicht so viel Geld aus. Da reicht es ja, das ist ja eine Riesenpalette. Genau. Kann man auch vieles selbst machen oder machen das auch viele vielleicht sogar? Ja, man kann vieles selbst machen. Eine Braut, von der ich vorhin erzählt habe, mit Lila Schwarz, die hat jetzt ihren Brautstrauß selber gemacht aus Lutschern. Also ja, die hat einfach 2 Styroporkugeln genommen und 99 Lutscher reingesteckt. Und klar, das ist natürlich günstiger, wie wenn man einen roten Rosenstrauß in XXL möchte. Da kann man schon Geld lassen, glaube ich. Oder allein, dass Dinge heißen Hochzeitsstrauß oder Hochzeitsauto. Ja, es ist leider so und es ist auch nicht ganz fair, aber ja, wird halt leider noch so gehandhabt. Entschuldigung, wenn man halt jemanden wie uns an der Hand hat. Ja. Wir kennen halt im Prinzip die Dienstleister und wir können da auch gute Sachen bei rausschlagen. Und ja, wir sagen immer, mit Wedding-Planner kommt es im Prinzip auf die gleichen Kosten wie ohne, weil man ohne vielleicht Fehler macht, die man mit vermeiden könnte. Ganz kurz noch zum Abschluss, wie viel vorher muss man bei euch anfragen? Am besten jetzt schon, wenn man weiß, in 3 Jahren könnte ich einen Antrag kriegen? Ja, also wir haben tatsächlich Anfragen für 2020 schon. Okay. Das ist Sinn, Dann mache ich jetzt gleich mal einen Termin mit dir aus. Okay. Vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne, hat sehr Spaß gemacht. Vielen Dank auch für die Eindrücke bei euren Hochzeiten. Und ja, also wenn ihr heiratet, wisst ihr, an wen ihr euch wenden könnt. Ihr könnt uns auch gern schreiben. Die Kathi ist bereit, auch dann zu antworten. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.